Guten Tag miteinander, beziehungsweise guten Nachmittag. Das ist es. Die allerletzte Session unserer Diversity and Inclusion Week 2024. Ich habe mit Freude hier bei mir Gabriel Schambach und Robert Frank. Stimmt, Franken, Robert Franken. Und die beiden werden uns da eine besonders interaktive Session schenken. Also diesmal. Bereitet euch, das ist nicht nur Chat und da vielleicht Handheben. Nein, diesmal werdet ihr wirklich zum Taten gefragt. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Das wird spannend. Wir geben wie immer noch ein paar Minütli, dass die Leute noch kommen. Die meisten kommen erst jetzt. Die landen langsam in den Chat. Das ist gut so. Ich wiederhole, dass wir. Eigentlich heute sogar speziell. Also wir haben wie immer, if you don't understand German, we have the translation channel in English. But that said, at some point we will have breakout sessions, right? Where people are going to speak with each other. And then if you can't understand yourself with your partner, then you can go back to the main session so that you have can find someone else perhaps or another group. But hopefully it's going to work. Most people can speak a little bit English, so that should not be a problem. Und die, die es nicht verstanden haben, dann wäre ein Problem, das stimmt. Also, das werden wir später wissen. Sehr gut. Also, jetzt kann ich wirklich stoppen. Gabriel, Robert, floor is yours. Bitte schön. Herzlich willkommen, schönen guten Nachmittag. Freitagnachmittag, wir sind sozusagen die letzte Session der D&I Week dieses Jahr. Wir freuen uns, diesen besonderen Slot auch zu haben, weil ich denke, ihr habt jetzt den Kopf voll von dem, was ihr im Laufe der Woche gehört habt. Oder vielleicht habt ihr gearbeitet die ganze Woche und seid jetzt so ein bisschen. Und da wollen wir jetzt noch zum Abschluss mal einen besonderen Punkt setzen, mal mit euch etwas erstens interaktiv werden, aber gleichzeitig auch Denkräume eröffnen, kritisch hinterfragen, euch ein bisschen mitnehmen in, was können wir tun, um aus dieser D&I-Fatigue herauszukommen und wirksam zu werden. Vielleicht ein bisschen auf eine andere Art und Weise, als ihr möglicherweise bislang im Kopf hattet. Das ist die Überraschung. Jetzt mache ich es ganz besonders spannend. Mein Name ist Gabriele Schambach. Ich bin Co-Leiterin des Projektes Leaders for Equality zusammen mit meiner Kollegin Julia Nentwich, ein Projekt der Universität St. Gallen. Wir haben uns zum Thema gesetzt, Unternehmen und Organisationen dabei zu begleiten, wie sie männliche Führungskräfte in Gleichstellungsanliegen, in Anliegen der Chancengerechtigkeit einbeziehen können. Das ist nicht so ganz selbstverständlich. Insofern haben wir dann gemerkt, so, oh, wir wissen überhaupt nicht, was diese männlichen Führungskräfte eigentlich so denken, was sie handeln, was sie motiviert und was sie hindert. Und deshalb haben wir auf Grundlage von 100 Gruppeninterviews mit männlichen Führungskräften, also wir haben 100 männliche, wir haben 100 Führungskräfte mit denen geredet in Gruppeninterviews, so rum. Darauf aufbauend haben wir eine schweizweite Umfrage durchgeführt. Da haben sich knapp 1200 Führungskräfte beteiligt. Das finden wir schon ein ordentliches Sample. Damit konnten wir einiges anfangen. Das war 2020. Und mittlerweile haben sich weitere fast 4000 Führungskräfte haben an Umfragen teilgenommen. Das waren nicht nur Unternehmen, sondern wir haben auch 2000 Führungskräfte aus Verwaltungen befragt. Und es gibt eine gesonderte Umfrage von 1000 ProfessorInnen und DozentInnen an Schweizer Universitäten. Also wir haben mittlerweile doch über die letzten 5 Jahre Erfahrungen sammeln können und Ergebnisse erzielen können. Und die haben wir in eine Toolbox, die Ergebnisse aufbereitet in eine Toolbox, wo ihr gerne auf unserer Webseite schauen könnt. Wir haben zu gender-inklusiven Führungspraktiken Handlungsanleitungen erarbeitet. Und vor allen Dingen haben wir für die, die gestern möglicherweise in St. Gallen waren und mit uns Gleichstellungspoker gespielt haben, wir haben einen Gleichstellungspoker entwickelt und mehr verrate ich dazu einfach nicht. Guckt einfach nach und vielleicht inspiriert euch das. Der Ansatzpunkt von Leaders for Equality ist im Grunde genommen, dass Frauenförderung und deren Maßnahmen sinnvoll und gut sind, aber unserer Meinung nach nicht ausreichen. Also diese Lähmung oder diese Widerstände oder Ermüdung, die viele von uns kennen im Laufe der Jahre, einen anderen Drive zu geben und zu sagen, wir brauchen die männlichen Führungskräfte
für einen Organisationsentwicklungsprozess, denn als solchen begreifen wir Chancengerechtigkeit oder eben Gleichstellung. Und da sind wir bei dem Thema Transformation und die Widerstände und die Fragilität, die das auch mit sich mitbringt, weil in dem Moment ja schließlich auch hegemonial männliche Strukturen in Frage gestellt werden oder hinterfragt werden. Unser Fokus ist die Kulturveränderung. Das passt dann auch heute wieder ganz gut zu unserem Titel, das Ganze ein bisschen zu reloaden und gucken, was da drin steckt. Und insofern würde ich sagen, das ist so unser Fokus, den wir haben. Und wie gesagt, der Workshop heute wird darum gehen, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Wir wollen euch einladen, auf eine Reise mitzugehen mit uns und über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und wie gesagt, finden wir, dass der Freitagnachmittag dafür doch eigentlich ganz gut geeignet ist. Ja, finde ich auch fantastisch, dass ich deine Reisebegleitung an dieser Stelle sein darf. Ich freue mich auch ganz besonders, heute dabei sein zu dürfen aus Köln mit herzlichen Grüßen. Auch insbesondere, weil wir heute quasi der Besenwagen sind der Diversity und Inclusion Week, also für die RadsportfreundInnen, die wissen, wir sammeln sozusagen alles am Ende ein, was noch kann. Und Julia hat es netterweise gesagt. Druckbetankung und Informationen und frontal ist gut und wichtig. Noch wichtiger finde ich sogar den gemeinsamen Austausch darüber. Und deswegen die Idee, dass wir heute auch einen Dialog, einen kurzen zumindest, zulassen, etwas später in einer Breakout-Session. Ihr werdet dort mit einer anderen Person in Kontakt kommen. Wer jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, um Himmels Willen, ich muss mich mit anderen Menschen austauschen, traut euch, es ist es immer was wert. Wir haben eine sehr detaillierte Struktur für diese Breakouts. Ihr werdet euch später wundern, wie das getaktet ist und wie ihr da durch die Zeit fliegt gemeinsam. Aber das ist Sinn der Übung. Freut euch darauf. Das macht Spaß. Lockt euch nicht aus, sondern überwindet euch sozusagen ab 2:30 hier auch an Bord zu bleiben und miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu mir noch 2,5 Sätze, bevor ich mich gleich nochmal vorstellen werde in meinem Impulsteil. Ich bin Robert Franken. Man hört unschwer, dass ich da auch herkomme, wohne aber seit 25 Jahren in Köln. Bin freiberuflicher Organisationsberater, kümmere mich um Organisationskulturen, Transformationsprozesse und dort mit einer speziellen Perspektive auf Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, logischerweise. Sonst wäre die Fragezeichen noch größer, was ich heute hier mache. Trotzdem bleiben vielleicht ein paar Fragezeichen, die ich gleich aufgreifen werde in meinem Impuls. Aber vorher, weil wir ja nur ein Stündchen zusammen haben, würde ich fast vorschlagen, dass wir die Zeit nutzen. Und Dr. Gabriele Schambach jetzt einsteigt in unser Thema, das sie ja schon so ein bisschen eingeleitet hat, und wir dann einen ganz smoothen Übergang machen, bevor ihr dann ins Gespräch kommt. Aber wir sehen uns danach auch nochmal, also keine Sorge. Ich freue mich. Vielen Dank, lieber Robert. So, seht ihr jetzt hoffentlich meine Präsentation oder seht ihr irgendwas anderes? Die Präsentation, das ist ja super. Ich starte gleich mal mit der, wie gesagt, Diversity and Inclusion Week und auch von meiner Seite nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Sponsoren und Sponsorinnen, die die Week auch dieses Jahr wieder ermöglicht haben. Dann steige ich mal gleich ein. Ein Dialog über Fragilität, Transformation und hegemoniale Männlichkeit. Und wir haben uns für den Workshop die folgenden Fragen gestellt. Wie können wir besonders die männlichen Führungskräfte einbinden, um dem Thema Chancengerechtigkeit wieder zu mehr Relevanz zu verhelfen? Die zweite Frage, wie können wir mit einem holistischen Blick verdeutlichen, dass die bestehenden Bedingungen in Unternehmen auch für Männer Grund sind, sie kritisch zu reflektieren und zu verändern? Und wie können wir gemeinsam unsere Selbstwirksamkeit bei der Gegenwarts- und Zukunftsgestaltung wiederherstellen? Also der Blick in die Zukunft und das Machen und der positive Einstellung, Vibe da mitzunehmen. Chancengerechtigkeit wird ja üblicherweise als Frauenproblem oder Frauensache angesehen. Und was häufig in Unternehmen passiert oder in Organisationen, ist ein sogenanntes Fixing the Women. Also sprich, die Frauen anzupassen an die gegebenen Umstände und Zustände. Das hat seine Grenzen, wie wir wahrscheinlich alle gemerkt haben, und ist unserer Meinung nach auch überhaupt nicht der richtige Weg, um tatsächlich weitergreifende Veränderungen herzustellen. Das liegt daran, dass wir einen sogenannten Idealworker, eine ideale Führungskraft haben, wie meine Kollegin Julia Nentwich herausgearbeitet hat, der nämlich ein Haupternährer ist,
der nichts mit Care-Arbeit zu tun hat oder weitgehend davon befreit ist. Das heißt, er ist nicht hauptverantwortlich für Kindererziehung, Beziehungspflege, die Pflege von Angehörigen. Und das führt dazu, dass er eine kontinuierliche Erwerbsbiografie hat. Er ist total fachkompetent, die ideale Führungskraft. Er hat auch einen sogenannten heroischen Führungsstil, also eben eher als Held ist halt derjenige, der alles weiß, der alles kann, der durchsetzungsfähig ist, der sagt, wo es lang geht. Das alles kombiniert damit, dass er im Grunde genommen ja Vollzeit arbeitet, immer verfügbar ist und dauerpräsent ist. So erinnern sich vielleicht noch viele daran, wie das sowieso total selbstverständlich war, bevor wir die Pandemie hatten und jetzt leider immer wieder neue wieder Tendenzen sind, dass das wieder ein Idealbild ist. Er gilt als belastbar, rational, durchsetzungsfähig, hart, wettbewerbsorientiert. Das sind Zuschreibungen und die sind auf keinen Fall vollständig. Und das ist eben auch interessant für den Part, den Robert dann gleich übernimmt, ist eine Abspaltung in seiner Führungsrolle von Emotionen, was belastend ist, vielleicht auch was Freude macht, aber was halt eben auch stressig ist und schwierig ist und vor allen Dingen von Privatbelangen. Also das hat beides nichts miteinander zu tun für die ideale Führungskraft. Dann gibt es die sogenannte Abweichung. Ich habe das jetzt extra in Anführungsstrichen gesetzt. Die Frau in diesem Fall, die Abweichung, hat schon mal die Familienverantwortung. Und das führt zu einer unterworfenen Erwerbsbiografie. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, weil ich denke, ihr kennt das alles. Und ihr wird unterstellt, dass ihr Privates wichtiger sei als der Job. Also insofern passt sie schon mal nicht als ideale Führungskraft. Sie hat häufig oder wird ihr unterstellt einen Teilzeitwunsch und sie gilt als Hinzuverdienerin. Ihr wird ebenfalls unterstellt, dass sie unambitioniert ist, vor allen Dingen was weitere Karriereschritte anbetrifft, unflexibel. Mit ihr kann man nicht richtig planen, weil dann sind die Kinder krank oder sie wird wieder schwanger oder was auch immer. Und eben ist sie auch unberechenbar. Das unambitioniert ist besonders spannend vor dem Hintergrund des Gender Intelligence Reports von diesem Jahr, wo ja ganz klar herausgekommen ist, dass Frauen mit Kindern und Teilzeit arbeitende Frauen sehr wohl ambitioniert sind für weitere Karriereschritte. Sie gilt als emotional, weich, sozial, kommunikativ, hysterisch und bossy, gerne auch alles gleichzeitig. Also auf jeden Fall irgendwie eine Abweichung zu diesem ganz klaren, idealen Führungskraft. Chancengerechtigkeit aber wiederum, ihr erkennt das schon an dem Bild, ist unserer Meinung nach auf jeden Fall eine gemeinsame Sache, in der wir gemeinsam daran arbeiten, das System zu verändern. Das sagte ich ja bereits. Und um das System zu verändern, brauchen wir eben vor allen Dingen die männlichen Führungskräfte. Und wir brauchen natürlich auch die weiblichen Führungskräfte, aber bislang sind die Männer in Führungspositionen einfach mal in der Mehrzahl. Das heißt eben ein Organisationsentwicklungsprozess, eine Transformation, mit der, wie gesagt, Fragilität und auch die Unsicherheit, was mit hegemonialer Männlichkeit passiert, in Frage gestellt wird. Insofern eine spannende Reise, die deutlich aus der Komfortzone herausholt. Wir sehen Führungskräfte, wie gesagt, als verantwortlich und zwar nicht natürlich nicht nur bei dem Thema Chancengerechtigkeit, sondern ihr kennt das selber auch. Führungskräfte sind in allen Transformations- und Organisationsentwicklungsprozessen die Verantwortlichen, also sei es die Digitalisierung oder was auch immer im Unternehmen ansteht. Und es ist ja nicht einleuchtend, warum sie das bei dem Thema Chancengerechtigkeit jetzt plötzlich nicht sein sollten. Und wir sehen sie in diesem Zusammenhang, das ist zwar jetzt eine inhaltliche Wiederholung als Gestalter und Akteure, und das geht für uns deutlich darüber hinaus, dass sie das Thema Chancengerechtigkeit unterstützen, so ähnlich wie sie Männer helfen im Haushalt. Nein, sie haben den gleichen Part und genauso sehen wir auch, dass sie Gestalter und Akteure dabei sind. Ich habe das jetzt mal in drei verschiedene Kreise, die aufeinander aufbauen. Kurz zusammengefasst, wir haben einmal das Individuum oder eben die Person. Und da geht es speziell darum, Männer zu adressieren von Anliegen mit Chancengerechtigkeit, in den Dialog zu kommen, miteinander, aber auch untereinander, weil Mann ist ja auch nicht gleich Mann, sondern auch sehr differenziert. Angebote in Organisationen und in Unternehmen zu überlegen, die sich auch an Männer richten. Das passiert zum Teil, indem es also um Vereinbarkeitsfragen geht. Aber ich finde, es gibt darüber hinaus viele andere Möglichkeiten, sich mit einer Kultur, beispielsweise auch zu befassen und diese zu gestalten, die für alle Geschlechter angenehm und sinnvoll ist. Und eben insgesamt Männer einzubeziehen, sie halt mitzunehmen und auch zu schauen, was sind Themen und wo sind Andockpunkte.
Dann haben wir einerseits die Maßnahmen, das ist so ein bisschen die organisationale Ebene, was die meisten Unternehmen fokussieren, unserer Meinung nach, diese Ebene. Da geht es um Aktivitäten, um Maßnahmen, es geht auch um Vorschriften, mit unterschiedlichem Erfolg, sowieso alles, aber halt Vorschriften ganz besonders. Es geht auch um KPIs oder um Bonizahlungen. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt, aber eben die Ebene, wir sind aktiv, was grundsätzlich total gut ist. Und es gibt halt die Metaebene des Systems und das wird seltener betrachtet und deshalb machen wir diesen Workshop, weil wir das betrachten wollen. Die Frage, muss denn die Erwerbsarbeit eigentlich immer im Mittelpunkt stehen? So ganz generell. Und wie gelingt Chancengerechtigkeit durch eine Systemveränderung besser? Also wie genau kann das eigentlich gehen oder könnte das gehen? Und was ist dafür eigentlich denkbar oder undenkbar? Also, ich glaube, wir haben wieder den Reflex gleich, das geht gar nicht. Aber vielleicht einfach das mal zu benennen, was angeblich nicht geht, oder eben auch zu benennen, was geht oder denkbar ist. Das heißt, wir haben im Grunde genommen, ist ein bisschen mechanisch und ein bisschen statisch, aber macht nichts, finde ich. Also so von innen nach außen die Ebene und wir wollen heute mal die Metaebene, das System in den Blick nehmen und dazu hat Robert vorbereitet einen ganz spannenden Ansatz, wie denn das gelingen kann oder was dafür notwendig ist. Ja, vielen Dank. Ich bin ganz überrascht von unserem tollen Timing, dass das alles so flutscht. Das nutzen wir natürlich. Also, auch ich habe ein schönes Titelblatt gebaut, damit wir uns nochmal an den Titel erinnern. Der war ja so ein bisschen kryptisch und ich weiß gar nicht, welche Reaktionen es da eigentlich gab, sich für diese Session anzumelden oder eben auch nicht. Letzteres werden wir nie erfahren. Umso schöner, dass ihr alle da seid. Ich stifte gelegentlich Verwirrung aus unterschiedlichen Gründen, je nachdem, in welcher Organisation ich mit welchem Impuls oder welchem Ziel auftauche. Möglicherweise gibt es auch im Rahmen dieser Diversity Inclusion Woche eine Verwirrung, was meine Person angeht, nach dem Motto, warum der Typ? Und sollte es diese Verwirrung geben, dann würde ich Sie und euch tatsächlich dazu beglückwünschen, weil ich finde diese Wahrnehmung wichtig. Denn ich finde es wichtig, nochmal zu erklären, aus welcher Perspektive ich heute spreche, beziehungsweise mir auch selber immer dessen bewusst zu sein, aus welcher Perspektive ich spreche. Denn wenn es um Vielfalt geht, dann habe ich gar nicht so viel anzubieten, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich habe das hier mal aufgelistet, wie ich mich gelegentlich vorstelle, wenn es nicht um meine fachliche Kompetenzen oder ähnliche Dinge geht, sondern um das, was man im weitesten Sinne wahrscheinlich als Hyperprivileg bezeichnen könnte. Also mein Vielfaltsfußabdruck ist vermutlich kleiner, als es dieser Fingerzeig auf dieser Fotografie vermuten lässt. Ich bin 50, damit bin ich überdurchschnittlich alt. Also in Deutschland zumindest ist Durchschnittsalter so 44,5, glaube ich. Für alle, die das noch nicht erreicht haben, dann ist man dann einen Tag durchschnittlich alt und dann geht das ganz schnell bergab. Ich bin hetero, könnte uns jetzt völlig egal sein, aber es ordnet mich natürlich einer gewissen normativen Gruppe zu, zumindest global betrachtet und mit Sicherheit auch in der Schweiz oder in Deutschland. Ich bin ein Cis-Mann, also wir kennen das, Cis-Trans. Das finde ich ganz interessant, weil diese beiden lateinischen Vorsilben, mit denen wir da hantieren, also Cis-Mann, ne, falls es doch noch jemand nicht weiß, ich identifiziere mich mit der Geschlechteridentität, die meinen Eltern seinerzeit angeboten wurde, als es hieß, herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Ich habe das nie angezweifelt, spare mir eine Menge Stress, spare mir eine Menge Energie für andere Dinge, spare mir eine Menge Diskriminierung. Cis bedeutet lateinisch ja diesseits und trans bedeutet ja jenseits. Und jetzt merken wir schon, dass wir offensichtlich dazu neigen, Linien zu ziehen, zu denen wir uns beziehen müssen. Und das tun wir natürlich in einem binären Geschlechtersystem sehr, sehr stark. Und wir tun gut daran, wenn wir schon über Systeme und Strukturen sprechen, gelegentlich uns dazu auszutauschen, wer eigentlich die Deutungshoheit über diese Linien hat, die wir jeweils ziehen. Ich habe hier reingeschrieben, ich komme aus dem westdeutschen Teil. Damit will ich keine Mauern aufrechterhalten, sondern eher dafür sensibilisieren, dass wir da durchaus noch Nachholbedarf haben. Auch was die Repräsentation und Partizipation von Menschen mit ostdeutscher Sozialisation angeht. Ich könnte da auch reinschreiben, dass ich Franke bin. Das heißt also nicht nur Franken, sondern komme da auch her. Viel mehr habe ich aber, wie gesagt, an der Stelle nicht anzubieten. Dieses durchgestrichene katholisch nehme ich immer so als kleinen Gag mit rein, weil ich, oder was heißt Gag? Ich fand es bemerkenswert, dass ich seinerzeit auf ein
eine Behörde gehen konnte und qua Unterschrift unter ein Dokument meinen Austritt aus dieser Glaubensgemeinschaft erklären konnte, ohne dass mir irgendwie was widerfährt. Fand ich bemerkenswert. Kleine Bemerkung auch an dich, Gabi. Ich kann den Chat nicht lesen, während ich präsentiere. Also falls ihr da ein Auge drauf habt, weil es irgendwas ist, falls ich was vergessen habe oder blöd formuliert, und da möge man mir das mitteilen. Ja, Uni-Abschluss, ein Kind und so weiter. Also in Summe ist das, was ich hier gerade als Vorstellungsrunde für mich nochmal inszeniert habe, das, was man mit Fug und Recht als Hyperprivileg bezeichnen konnte. Und mit diesem Hyperprivileg geht einerseits, wenn man es schon versteht oder besser versteht und auch verstoffwechselt bekommt, eine gewisse Verantwortung einher. Ansonsten stiftet das mit diesen ganzen Privilegien natürlich eine Menge Verwirrung. Also bei mir beispielsweise auch, kam ja nicht als feministisch aufgeklärter Cis-Mann auf die Welt, sondern musste mir das auch in irgendeiner Form versuchen anzueignen, zumindest in Teilen. Das heißt, ich habe mich in so einer Art Wahrnehmungstunnel befunden, der sehr viel mit diesen Privilegien zu tun hat, schlicht weil ich nicht gemerkt habe, dass die Welt ungerecht ist, weil sie erstmal für mich nicht ungerecht war. Ne? So ignorant sind wir gelegentlich, wenn wir nicht Opfer oder Ziel von Diskriminierung und Marginalisierung sind. Der entscheidende Erkenntnisschritt für mich war und ist, und den finde ich auch für uns alle wichtig, dass Privilegien nichts anderes sind als strukturell eingebettete Vorteile, von denen bestimmte Mitglieder bestimmter Gruppen profitieren, ohne etwas dafür tun zu müssen. Deswegen ist es auch kein Vorwurf, wenn ich zu jemandem sage, du bist privilegiert, sondern das ist eine Beschreibung eines systemischen Phänomens, sagen wir mal so. Also hier der Shift vom Individuum hin zu einem Kollektiv und hin zu den Strukturen und Systemen, die uns umgeben. Spätestens beim Thema Privileg reagieren nicht wenige meiner Geschlechtsgenossen einigermaßen genervt und weigern sich sozusagen dort etwas tiefer einzusteigen. Das ist soweit bekannt. Ich versuche das inzwischen, ohne das zynisch zu meinen, sondern in vollem Respekt auch als eine Art Hilferuf zu interpretieren, weil ich natürlich gegen bestimmte Systeminterventionen gehen die Leute ganz schön auf die Barrikaden. Reden wir mal von einer Frauenquote zum Beispiel. Ja. Da fordern ganz vorsichtige Menschen 30%, die ganz mutigen 50% für eine Gruppe, wohlgemerkt keine Minderheit, für eine Gruppe, die 51% der Weltbevölkerung ausmacht. Da sind ja so manch männlichere Reaktionen, nicht nur männliche, jetzt habe ich es einmal gesagt, nicht nur Reaktionen, dann doch eher verwunderlich. Und mir hat dieses Zitat ganz gut geholfen, das zu verstehen. Für Menschen mit Privilegien fühlt sich Gerechtigkeit nun einmal wie Benachteiligung an. Ne? Ich war sehr lange Englisch entitled. Ich hatte lange das Gefühl, das steht mir alles zu. Und jetzt habe ich das Gefühl, das wird in Frage gestellt und gleichzeitig provoziert das eben das Gefühl, mir wird was weggenommen. Umso wichtiger ist, dass wir auf Systeme gucken. Und der Kybernetiker Stafford Beer hat nicht nur einen sehr schönen Nachnamen, sondern der hat dieses Zitat geprägt: The purpose of a system is what it does. Also, der Zweck eines Systems ist das, was das System tut und nicht etwa, was das System vorgibt zu tun. Das ist ein Appell, wie ich finde, ein Appell, immer wieder auf von uns installierte Systeme zu blicken und uns zu fragen, tun die noch das, was wir gedacht haben, dass sie tun sollen? Das können alle möglichen Systeme sein. Das können irgendwelche Sozialgesetzgebungssysteme sein. Das kann auch mal ein ganz großes System wie der Kapitalismus sein, ohne dass ich dazu jetzt in dieser knappen Zeit heute aufrufen möchte, genau das zu tun. Aber wir werden gleich nochmal drüber reden. Ich habe mal ein System mitgebracht, das finde ich ganz gut in diese Woche passt und leider auch in unsere Zeit, nämlich das System des Patriarchats. Dieses hässliche Artwork stammt nicht von mir, sondern von ChatGPT, als ich eingegeben habe, zeig mir doch mal die Zerrissenheit des Mannes im Patriarchat, nämlich einerseits Nutznießer zu sein, ja, Privileg habe ich, also bin ich Nutznießer, und andererseits aber auch quasi so halb gebückt zu gehen, ohne es richtig zu merken. Und das ist leider dabei rausgekommen. Aber wenn wir uns das Patriarchat, das es ja nicht gibt, sondern patriarchale Systeme mal etwas näher angucken, und wollen ja über hegemoniale Männlichkeiten auch sprechen, wo ja auch Rabin Cornell, die diesen Begriff geprägt hat, nicht die Männer oder Männlichkeit an sich meint, sondern eben jene Form von Männlichkeit, Zitat, die in einer gegebenen Struktur des Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position einnimmt. Und das fordert das Patriarchat von uns. Ich habe schon einen ganz persönlichen Grund, warum ich keine Lust mehr auf das Patriarchat habe, das nur am Rande. Damit sei auch das Katzenbild für heute abgehandelt. Ich kann wirklich Patriarchat nicht tippen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen und euch da anders geht. Ich nehme dort gerne Tipps entgegen. Aber das ist natürlich nicht der Grund. Nochmal zurück auf mein Privileg.
Ich als Mann beziehe quasi auch Raven Cornell eine Art patriarchale Dividende. Das heißt, ich werde vom System erstmal bevorzugt und in Teilen sogar belohnt, einfach nur dadurch, dass ich ein Mann bin. Ich muss da erstmal gar nichts dafür tun. Aber eben auch nicht automatisch sind es alle Männer, die im Patriarchat profitieren. Es gibt auch Frauen, die im Patriarchat profitieren. Und es gibt auch Männer, die im Patriarchat strugglen. Und das ist ein ganz spannendes Indiz, dass dieses System vielleicht eines ist, das uns allen nicht besonders gut tut. Für den Mann im Patriarchat, den das Patriarchat sich vorstellt, gibt es ja auch ein paar Forderungen, zum Beispiel den Souveränitätszwang im Patriarchat. Ich bin als Mann stets dazu aufgerufen, souverän zu wirken. Und das führt ja zu ganz vielen Dingen, die, also ich meine, das ist ja inzwischen sprichwörtlich, dass wir Männer erst zum Arzt gehen, wenn es zu spät ist und solche Dinge. Ich glaube, das hängt alles auch damit zusammen. Ich war vor kurzem in Österreich auf einer Tagung und dort hat eine hohe Führungskraft weiblich auf einem Panel gesagt, sie sei sowohl gecoacht als auch in Therapie und sie meinte das auch einfach ganz offen und hat eine gewisse Normalität eingezogen. Der Souveränitätszwang des Patriarchats, glaube ich, stünde da dazwischen, dass ein patriarchaler Mann so etwas in eine Runde gibt und da eine gewisse Diskussionshöhe herzustellen. Perfide Dinge funktionieren auch im Patriarchat. Das Perfide ist, das Patriarchat hat eine doppelte Hierarchie. Es zwingt mich als Mann oder fordert von mir als Mann über den Frauen, was auch immer das sein soll, zu stehen. Und gleichzeitig zwingt es mich in den Wettbewerb mit allen anderen Männern im Patriarchat. Und jetzt versuchen wir mal, das nicht intellektuell zu verarbeiten, sondern emotional. Jetzt ist doch spätestens zu spüren, dass das nicht gut sein kann. Dass dieser elende Wettbewerb, in den wir uns tagtäglich hineinbegeben, dass das schwierig ist. Es gibt auch eine patriarchale Hypothek, dass wir bei bester Absicht ein Teil eines Problems sind, wir Männer. Wenn es heißt, Femizide haben stattgefunden, dann ist ganz schnell die Rechtfertigung vieler Männer, die Linie zu ziehen und zu sagen, ich bin aber einer der guten Männer. So einfach ist es nicht. Wir müssen verstehen, dass wir bei bester Absicht ein Teil des Problems sind. Wenn wir das verstehen, können wir auch Teil der Lösung werden. Zumindest ist das meine Vorstellung. Das findet leider noch nicht flächendeckend statt. Es gibt sehr viele Widerstände, sehr viel Zynismus, gerade in den Organisationen. Und wir müssen uns mit diesen Widerständen beschäftigen, ohne gleichzeitig den Männern noch mehr Raum einzuräumen, als sie ohnehin schon beanspruchen. Das ist ein sehr schmaler Grat, wie wir alle wissen und wie wir uns alle heute auch nochmal bewusst werden. Der Schweizer Männerforscher Markus Teunert hat dieses schöne Zitat gebracht in einem Interview, das Kernprivileg der Männer sei die Illusion, nicht privilegiert zu sein. An diesem Knoten im Kopf scheitern nicht wenige meiner Geschlechtsgenossen, wenn wir über diese Dinge sprechen, aber es braucht ab und zu Knoten im Kopf und das gemeinsame Lösen dieser Knoten. Und heute ist ja auch ein Versuch, das zu tun. Der Hilferuf, den ich als Interpretation mit reingebe, habe ich schon gesagt, es ist auch viel Angst vor Statusverlust dabei. Aber wir müssen in diesen Status nochmal reingucken, denn die Auswirkungen patriarchaler Systeme sind fatal. Wir kennen die Gender Gaps. Im Kern steht für mich die Gender Care Gap. Das ist jetzt Zahlen, sind jetzt Zahlen aus Deutschland, die jüngsten. 9 Stunden mehr Care-Arbeit im Schnitt jede Woche durch eine Frau geleistet als jeder durchschnittliche Mann. Wenn Kinder im Haushalt sind, schnellt das natürlich nochmal nach oben. Das ist der wesentliche Grund dafür, dass wir auch in der Erwerbsarbeitslogik nicht weiterkommen, aber wir denken das leider zu kurz. Und ich würde gern, bevor wir in unsere Breakouts gehen und eine Utopie besprechen, einmal kurz hinauszoomen in unsere Sphären der Ökonomie. Wir haben die Produktionssphäre im Zentrum, Gabi hat es gesagt, quasi monolithisch. Wir haben ein darauf aufsetzendes Finanzsystem und wir haben darunter die Reproduktionssphäre, zu der eben Care gehört, und darunter unseren Planeten. Das sind die Sphären der Ökonomie. Und blöderweise haben wir uns das so eingerichtet, dass das die Monetized Spheres sind, also dort, wo Geld fließt und Geld erwirtschaftet wird, teilweise auch entkoppelt von allem anderen bei bestimmten Finanzsystemen. Und da unten haben wir die Non-Monetized Spheres, die offensichtlich frei zur Verfügung stehen, damit alles andere funktioniert. Der alte Satz, ohne Reproduktion keine Produktion, der muss hier einmal in unsere Köpfe. So. Wir brauchen da eine Durchlässigkeit, denn sonst bleibt es bei diesem Monolithen der Erwerbsarbeit, um den alles herum gebaut werden muss. Wir strugglen den ganzen Tag, eine Wohnung zu kriegen, Kinderbetreuung zu bekommen, einen Job zu bekommen, den Job zu behalten, den Job gut zu machen. Alles das um die Erwerbsarbeit herum. Es sagen immer noch zu viele Organisationen, alles andere ist Privatsache und da müssen wir ran. Und unsere Idee ist, sorry for my French, hätte ich fast gesagt, wie kommen wir da raus? So einfach ist es dann auch nicht, aber wir haben mal eine
Utopie mitgebracht, die wir euch gerne zur Diskussion stellen würden. Und zwar, die Utopie stammt von der deutschen Soziologin Fricka Haug, die inzwischen Mitte, Ende 80, glaube ich, ist, eine marxistische Feministin. Ich habe versucht, ihre Begrifflichkeiten ein wenig abzuändern, sodass wir ein gemeinsames Gesprächsfeld haben. Und Fricka Haug hatte die Idee der 4-in-1-Perspektive. Und die möchte ich euch als Gesprächsgrundlage für eure Breakouts an die Hand geben. Die 4-in-1-Dimension oder Perspektive von Fricka Haug ist relativ einfach zu verstehen. Der Tag hat 24 Stunden, sie gibt uns 8 für den Schlaf, bleiben 16 Stunden übrig. Und diese 16 Stunden verteilt sie in 4 gleichwertige Zeitcontainer. Ein Container 4 Stunden für Erwerbsarbeit. Die ganz schnellen Kopfrechner sind dann bei einer 20-Stunden-Woche bei 5 Tagen Arbeit. Wir können aber auch 7 Tage nehmen, dann sind wir bei 28 Erwerbsarbeit. Also alles, was es braucht, um Nahrung herzustellen, Dienstleistungen zu erbringen, Sachen zu bauen, Wohnraum und so weiter. 4 Stunden Care-Arbeit. Haushalt kochen, das muss nicht immer Kinder sein, das können auch Eltern sein oder FreundInnen, die man zu pflegen hat. Das kann der Garten sein, all das, was uns umgibt. 4 Stunden Kultur nennt sie das, also lernen, Nichtstun, Muße, sogenanntes Nichtstun, Fitness, Spiritualität, Kreativität, was auch immer einem liegt oder gerne liegen würde, 4 Stunden. Und letztendlich 4 Stunden gesellschaftliches Engagement, Politik sozusagen. Also ich engagiere mich, ich bin in Gremien, ich bin bei der Mitbestimmung dabei. Ich mache dort diese Arbeit, die auch wichtig ist. Das Revolutionäre daran ist die Gleichwertigkeit dieser 4 Zeitcontainer. Ich danke an dieser Stelle auch dir ganz herzlich, Gabi, und jetzt machen wir das Outro mit dir. Genau, vielen Dank, lieber Robert, für die Übergabe. Vielen Dank an euch, dass ihr Freitagnachmittag hier mit uns wart und mit uns diskutiert habt und untereinander diskutiert habt. Ich würde sagen, wir arbeiten weiter an der Realität. Wir beschäftigen uns weiter mit der Realisierung dieser Utopie. Sagen wir doch vielleicht besser so, damit das nicht wieder so nach Arbeit aussieht. Wir bleiben bei dem Thema dran, würde ich mal sagen. Also ihr hört von uns an welchem Kanal oder wie auch immer. Und vielen herzlichen Dank. Es ist so, dass wir die Folien von uns beiden, Robert hat noch eine Leseliste zusammengestellt und diese Aufnahme wird euch zur Verfügung gestellt. Und innerhalb ungefähr 2 Wochen bekommt ihr eine E-Mail an die Adresse, mit der ihr euch angemeldet habt. Und da ist ein Link drin. Und dann könnt ihr auch natürlich auch die anderen Sessions nochmal anschauen und so weiter und so fort. Genau. Ich fand es sehr spannend. Mir hat es Spaß gemacht. Ich finde die Utopie mega gut und wünsche euch jetzt erstmal ein ganz schönes Wochenende, einen schönen Freitagnachmittag. Hier ist schönes Wetter. Ich hoffe, da, wo ihr seid, auch. Und genießt es und lasst es vielleicht noch ein bisschen nachklingen und ausklingen und redet mit anderen darüber. Vielen herzlichen Dank, alles Liebe, alles Gute. Ciao, Danke und auch ciao. danke an die Übersetzung und danke an Giulio und alle anderen, die das organisiert haben. Genau, Danke, ja. Miriam. Tschüss.